Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Live-Show zur Corona-Krisenzeit. Wie immer 13:00 Uhr. Es ist Zeit für ein neues Thema. Zuerst einmal danke für die vielen Zusendungen gestern, vorgestern und auch letzte Woche zu dieser kleinen Live-Show. Wie immer, ich versuche hier News zu bringen, Informationen zu bringen, die euch hier zurzeit helfen können. Sie müssen nicht, ich weiß nicht. Einfach mal ausprobieren, damit ihr auch immer wisst, was ihr genau machen könnt. Nun, das heutige Thema ist eigentlich ein Basic-Thema und möchte mal darüber erzählen, was man denn so mit Facebook alles machen kann. Denn es ist eigentlich noch überraschend, dass viele Leute sich bisher immer Facebook verweigert haben. Sie sind dieser Fake News aufgesessen, dass Zuckerberg absolut böse ist und die Seele und alles Mögliche verkauft. Ich verstehe es nicht. Immerhin hat er einfach Glück, dass er eines der ersten Netzwerke war in Social Media, die wirklich global gingen. Wie gesagt, Facebook gibt es eigentlich auch schon bald 20 Jahre, ist eigentlich keine neue Technologie. Sie wurde 2003 nämlich gegründet. Damals hieß es noch FaceSmash und war eigentlich einer dieser Bewertungsportale, die wir heute noch sehen. Zwei Personen links, rechts und da muss man bewerten, wer hübsch ist und wer nicht hübsch ist. Es ging da ein bisschen in die Hose bei der Universität, aber er hat da weitergemacht, er hat sich weiterentwickelt. Und ja, anfangs 2020 waren 2,5 Milliarden Menschen pro Monat aktiv. Also das ist eine sehr hohe Zahl, eine sehr große Zahl. Und wenn man das Ganze anschaut in der Dachli-Region, also Deutschland, Schweiz, Österreich und auch Liechtenstein, gehört Facebook zur sechstbekannteste Webseite, meistbesuchteste Webseite. Und wenn ich mir so anschaue, dass in Deutschland 2016 mal eine kleine Umfrage gemacht worden ist und da wurde herausgefunden, dass über 30% der Leute in Deutschland ihre News rein über Facebook konsumieren. Also man sieht, ich selbst sage auch immer wieder, Facebook muss man nicht machen, sollte man vielleicht nicht machen, aber eben es ist ein Kanal, der nicht tot ist, der vor allem für Community Management sehr genial ist. Da hat man nämlich viele Leute, die drin sind und auch wenn man jetzt kein Fan von Facebook ist, man sollte es nicht ignorieren. Ja, aber eben, was sind denn da so die Grundfunktionen von Facebook? Es gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich habe mir extra ein Dummy-Account gemacht, Business 00001234CH oder irgendwie so und habe mich dann gewundert, dass Facebook diese Dinge auch wieder löscht. Nun, ich muss immer wieder lachen, wenn ich solche Stories höre über diese Fake-Accounts. Vor 10 Jahren kann man sagen, war das gang und gäbe, dass Firmen eigene Fake-Accounts angelegt haben und dann hat man das Passwort dieses Fake-Accounts immer weitergegeben von Social Media Manager zu Social Media Manager. Warum man das heute macht, keine Ahnung. Die sind wohl alle noch im Mittelalter stecken geblieben. Denn eigentlich ist es ja so, man hat eine Klarnamenspflicht in Facebook und muss dann einfach ein privates Profil haben. Das kann man dann mit den Fanpages verlinken. Und so muss man auch nie ein Passwort von Facebook weitergeben. Also wer das tut, der kann gleich sein Bankkonto inklusive PIN und TAN-Nummer weitergeben. Dann ist es etwa das Gleiche. Also Passwörter nie, nie weitergeben. Das ist mal die erste Regel von Facebook. Und ja, wer ein Profil hat, der kann da ganz normal die Grundfunktion wie Text, Bild, Video und auch Livestream hochladen machen. Das kann man dann nämlich auch bei den Fanpages machen, die ich euch eigentlich empfehle. Jede Firma sollte das machen, denn wenn man es nicht hat und ein Konkurrent kommt daher und registriert für euch euer Businessname, ja, ihr könnt es nicht wirklich zurückfordern. Facebook reagiert da sehr träge, denn Facebook ist ein amerikanischer Konzern und da heißt, du musst mir Geld liefern, damit ich was tue und solltest du ein Problem haben, dann ist mir das egal. Das ist auch bei den anderen großen Portalen so. Also verlasst euch nicht auf den Support von Facebook. Vielleicht bewegt er seinen Arsch, vielleicht bewegt er seinen Arsch nicht. Das ist immer ein Würfelspiel. Aber eben. Da gibt es auch viele Firmen, die machen die Social Logins.
Also die verbinden das mit Facebook, damit man Facebook-Login verwenden kann. Ob das eine gescheite Idee ist, weiß ich nicht. Ich denke nicht, denn wenn Facebook mal irgendwie in einem Land Probleme hat mit der Verfügbarkeit, dann ist diese Webseite auch tot. Das sehe ich auch jetzt gerade immer öfters, dass Social-Media-Kanäle ein bisschen langsam reagieren und so verzögert sich auch das Login auf einer Webseite. Also auch das wäre eine Möglichkeit, die man sich überlegen kann, denn es ist leider mal so, dass es ein sehr bequemer Weg ist. Anstatt dass man sich überall mit einem Passwort und einer E-Mail-Adresse anmelden muss, muss ich nur einmal klicken und dann habe ich es drin. Ob es eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Es gibt aber auch viele Firmen, die verkaufen zurzeit nichts und vergessen ganz allgemein, dass man zum Beispiel auch den Marketplace verwenden könnte. Also auch wenn ihr dort irgendwie ein Produkt reinstellt als Privatperson. Der Chef zum Beispiel oder der Sales Manager, der kann auch dort was verkaufen. Natürlich kann er dann nicht tonnenweise Sachen verkaufen, aber er kann auch Kleinigkeiten verkaufen, wie Essenslieferungen organisieren und so weiter und so fort oder andere Produkte. Ja, was ebenfalls viel vergessen wird, ist, dass Facebook eigentlich auch einen Online-Shop hat. Genau, habt ihr vielleicht nicht gewusst, aber wenn ihr auf einer Fanpage in die Administration reingebt, dann findet ihr dort meistens eine Funktion vom Shop. Da könnt ihr nämlich den Online-Shop direkt mit dem Facebook verbinden und die Leute können direkt innerhalb Facebook was kaufen. Sie werden dann direkt im Checkout beim Online-Shop weitergeleitet. Es funktioniert sehr gut, das habe ich auch immer wieder drin, weil es eine sehr einfache Möglichkeit ist, dass man dann direkt die Leute innerhalb dem Facebook-Universum auch mit dem Shop verbinden kann. Und wenn die dann nicht wissen, ja, wie, dass es sowas gibt, kann man nämlich auch Facebook-Ads schalten. Auch das funktioniert wunderbar. Da muss man ein bisschen rausprobieren, ob es wirklich sauber trackt oder so. Also es gibt viel Ausschuss von Views, Auslieferungen und Klick-Auslieferungen. Da habe ich dann also schon Zahlen gesehen von 30, 40% Müll, der ausgeliefert wird. Also wenn ich zum Beispiel die Schweiz eingrenze, nur Schweiz, dann passiert es noch öfters, dass irgendwelche Chinesen da auch noch drin sind, wo gar nicht in Europa waren. Also die immer noch in China sind oder in Australien oder wo auch immer. Diese Leute, diese nicht Schweizer sind. Dass es da einfach immer wieder nicht ganz passt mit diesem Targeting. Aber eben, das ist meine Erlebnis, meine Erfahrung. Vielleicht habt ihr Glück, vielleicht bin ich auch zu blond. Alles möglich. Aber eben, das wäre auch eine Möglichkeit, um gut Werbung zu machen. Dann, was auch noch ziemlich beliebt ist, sind jetzt die Chatbots. Das wäre dann nämlich mal ein Thema für ein anderes Livestream. Chatbots kann man jetzt auch sehr einfach machen und in die Webseite reinhängen oder direkt in den Facebook Messenger. Auch da kann man dann wieder Dinge verkaufen. Man kann Produkte verkaufen, Dienstleistungen an den Mann bringen. Also auch das ist wieder möglich. Und von so Ideen wie Veranstaltungen machen und promoten fange ich jetzt gar nicht an. Das ist nämlich auch eine gute Funktion, wo man Events pushen kann. So pushe ich immer meine Webinare. Die sind dann meistens so mit 200, 300 Leuten ausgebucht für wenige Franken und Euro. Das lohnt sich eigentlich immer wieder. Und eben auch so andere Funktionen gibt es drin wie Crisis Response und so weiter und so fort. Also Facebook ist ein gutes Plattform, eine gute Universumsseite, wo man auch viel machen kann, wo man auch auf sich aufmerksam machen kann. Wie ich jetzt zum Beispiel mit meinen Livestreams, immerhin geht das auch bei Facebook in verschiedene Gruppen rein. Natürlich sind die Leute vielleicht nicht immer da und schauen es aktiv, aber viele Leute schauen es dann auch nachher nachträglich, weil es ist immerhin ein Evergreen-Video, das man immer wieder aufrufen kann. Also, das ist eine gute Sache. Ihr müsst einfach bedenken, wenn ihr wirklich viele Stunden und Monate da investiert, dass alles, was ihr auf Facebook postet, ist eigentlich weg. Über das habt ihr keine Kontrolle mehr. Darum, wenn ihr Facebook verwendet, verwendet es nie alleine. Denkt immer, eure Webseite, euer Online-Shop ist eigentlich immer Priorität Nummer eins, das Wichtigste. Denn wenn Facebook mal einen schlechten Tag hat oder einfach mal spinnt, dann kann er einfach mal eine Fanpage löschen
Und dann habt ihr viele Stunden, viel Arbeitszeit einfach vergebens investiert. Also, Facebook, gar kein dummes Thema. Es lohnt sich immer, das ein bisschen anzuschauen, auch jetzt in dieser Krisenzeit. Denn jetzt sind viele Leute auch da aktiv. Ich habe zurzeit noch nie so große und aktive Gruppen erlebt. Also auch da könnt ihr euch gegenseitig helfen. Ihr könnt eigene Gruppen machen für euer Business. Ihr könnt vielleicht eure Community einarbeiten und so weiter und so fort. Also ihr seht, Facebook ist nicht so tot. Auch in dieser Zeit kann man damit viel anstellen, viel ausprobieren und auch Vorbereitung treffen für nach dieser Corona-Krisenzeit. Also das war für heute der heutige Livestream, wie immer 10, 12 Minuten Länge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ihr kennt das ja bereits. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Lasst euch von den Viren und Bakterien nicht beißen. Bleibt gesund, bleibt sicher, bleibt zu Hause. Bis morgen. Tschüss, Sammy, ciao. So, das war also mein Livestream zum heutigen Thema. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Klickt auf die Glocke, drückt auf die Glocke, was auch immer. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich ebenfalls über eine Bewertung dieses Videos. Gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter, denn nur durch eure Kommentare, euer Feedback kann ich meine Videos verbessern. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt sicher, dreht nicht durch. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Sammy, ciao.